Liebesgeschichten zu lesen, wenn man so 14, 15 ist, es kann spannend sein, kann aber auch peinlich sein. Katrin Bongardt hat eine Liebesgeschichte, die sie, glaube ich, gar nicht als Liebesgeschichte angelegt haben wollte, uns geschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, die auch erwachsene Leser, so wie mich, absolut berühren. Die sind so, wie man denkt, ja, ja, genau so. Es war Die Nachtigall, erschienen bei Hansa. Und Marie und Ludwig sind, konträrer können sie gar nicht sein, sie sind aus verschiedenen Lagern. Sie ist eine Aktivistin, zu Hause wird über alles, also wirklich über alles gesprochen und es ist immer gefühlt Kampftag. Und Ludwig kommt aus einem gut situierten Haushalt, er geht zur Jagd, hat gerade einen Jagdschein gemacht. Und alles ist irgendwie sehr überschaubar, berechenbar, wohlsortiert. Die beiden treffen sich auf einem Konzert und wie das so ist, manchmal trifft man den richtigen Menschen am richtigen Ort und man weiß gar nicht, wie einem geschieht, aber es geschieht etwas. Und das trägt einen so. Man ist so voller Vorfreude, man leuchtet von innen heraus, obwohl man eigentlich nichts miteinander zu tun haben würde, wenn man sich an diesen Ort nicht getroffen hätte. Und sie müssen mit Vorurteilen kämpfen, sowohl voreinander als auch mit den Vorurteilen aus der Familie heraus. Und das machen die mit Bravour. Das, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, Katrin Bongardt meint, das wäre eine Hommage an Shakespeare, an Romeo und Julia. Ich möchte da gar nicht weiter einsteigen. Ob es dieses Buch gebraucht hat, das weiß ich nicht. Aber davon mal ganz abgesehen, es ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die man sich vorstellen kann. Lesen.